Kapitel 14 Blutlinien. Es ist fertig. Kann ich jetzt zu ihr? Das wird der Großinquisitor entscheiden. Aber ihr habt gesagt... Meine Worte spielen keine Rolle, nur die des Großinquisitors. Aber sei versichert, dass du ihm sehr wichtig bist. Arschloch. Ihr habt mir wehgetan. Ich muss Mama finden. Okay, also wir spielen jetzt das erste Mal den Kleinen. Achso. Oh, mein Kopf! Hört auf! Ruhe! Das passt jetzt gerade gar nicht in den Kram, wenn das jetzt passiert, wenn da irgendeiner in der Nähe ist. Ach, der ist so klein, den sehen die eh nicht, oder? Das ist jetzt die vierte Nacht in Folge beim Episanguis. Wird das jemals enden? Die Stunde der Beschwörung rückt näher. Denk nur an Vitalis. Im Vergleich dazu ist dein Opfer nicht der Rede wert. Okay, also der kommt wohl nicht hier rum. Muss ich denn hin zu der Tür? Ne, da ist der Typ dran. Ah, ich muss da unten drunter kriechen, glaube ich, oder? Würde ich jetzt mal glatt behaupten. Okay. Dann lauf, du alter Sack. In der Hoffnung, dass er mich nicht sieht. Ich sehe selber nichts hier. Ganz schön groß. Wo ist Mama? Materie aller Materien. Einzigartiges Gold. Ich breche dich, um den Weg zu öffnen. Den Weg zum Blut des Auserwählten. Oh, da komme ich nicht rum, da komme ich nicht rum. Oh, da oben ist auch noch einer. Oh. Okay. Das Problem ist, dass der jetzt völlig in die falsche Richtung guckt. Da kommt jemand. Medikus, wie geht die heutige Veredelung voran? Die Qualität ist exzellent, aber die Menge des hohen Episanguis schrumpft. Unsere Sammler fallen den Ratten zum Opfer. Gebt euer Bestes. Das Leben des Großinquisitors hängt von der Qualität eures Destillats ab. Muss ich jetzt rum nach rechts, oder? Okay, nicht nach rechts. Oh Gott. Nein, versteckt! Nein! Oh, wieso sagt mir denn keiner, dass diese scheiß Flaschen einen verraten können? Mann! Okay, das ist aber wenigstens kurz vor ihm. Da muss ich nicht wieder alles von vorne machen.
Körper des Großinquisitors wird vom Biss überwältigt. Ich habe Angst, dass er seinen Geist angreift. Ist das euer Ernst? Das Blut des Jungen wird das Gleichgewicht der Kräfte wiederherstellen. Unbeschadet. Oh mein Gott. Vorsicht! Wenn ich dich nicht sehe, siehst du mich auch nicht. Hoffe ich. Hey, da unten! Das Destillat verdickt sich! Wir werden bald die Filter wechseln und die Behälter auskratzen müssen. Oh mein Gott, ist das gerade spannend! Oh, da ist noch einer. 20 Fässer. Wir haben das Soll fast erreicht. Das hoffe ich, denn mehr können wir nicht produzieren. Wo muss ich denn hin? Es ist dann ein Wunder, dass Vitalis Körper solche Mengen an Episanguis aufnehmen kann. Sein Glaube beschützt ihn. Er schützt uns alle. Nein, 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 nein. Nein, du Arschloch. Hey, da unten, das Destillat verdickt sich. Wir werden bald die Filter wechseln und die Behälter auskratzen müssen. Wir haben das Soll fast erreicht. Das hoffe ich, denn mehr können wir nicht produzieren. Es grenzt an ein Wunder, dass Vitalis Körper solche Mengen an Episanguis aufnehmen kann. Sein Glaube beschützt ihn. Er schützt uns alle. Ich habe keine Angst, keine Angst. Wir durch die Stadt patrouillieren sollen. Bist du auf der Liste? Ja, ich bin auf dem Platz vor der Kathedrale. Oh, dann bist du gleich neben dem Großinquisitor, wenn er uns befreit. Und ich sitze hier fest. Wir treffen uns alle hinterher. Das Ende des Bisses, das wird ein Fest. Nee. Wo soll ich denn hin? Da komme ich durch. Ach so. Komm schon, komm schon. Sei mutig. Keine Ahnung, ob ich hier richtig bin, aber... Sehr gut. Keiner hat dich gesehen. Wie Melly. Oh, da ist noch ein... Eine Wache. Du verstehst dich. Noch blind von dem Zeug. Ganz sicher. Ach so. Oh mein Gott. Äh,
Es reicht! Ich verlange sofort Vitalis zu sehen! Der Großinquisitor ist sehr beschäftigt. Beschäftigt? Ich bin der Erzbischof! Ich vertrete den Papst! Monseigneur, die Mission des Großinquisitors ist heilig. Seine Mission wurde nie von der Kirche abgesegnet. Ich sehe hier nichts als Ketzerei und Okkultismus. Und ihr alle folgt ihm auf sein... Mein Kopf! Hab ich mich jetzt erschreckt. Mama, das ist wo bist du? Ob sie jetzt hier in so einem großen Saal ist, weiß ich jetzt nicht. Oder ist einer? Oh nein, nein, er darf mich nicht sehen. Okay. Das Problem ist... Ich könnte mich... Aber da wird der andere mich sehen, oder? Ich muss auf jeden Fall da hinten hin. Ich meine, das ist ja praktisch, dass die Schränke so kaputt sind. Der Text erwähnt eindeutig die Himmelfahrt eines Kindes während der großen Justinianischen Pest. Ich wusste es. Die römischen Adligen isolierten ihn von den Menschen und beteten ihn im Geheimen an. Vielleicht ein Vorfahr von Hugo de Roon. Weiter! Sie sprechen über mich. Wo muss ich hin? Wahrscheinlich dem Typen da entlang hinterher, ne? Kann er mich so sehen? Also der bleibt hier ziemlich lange stehen. Theoretisch könnte ich das ausnutzen. Es kann auch sein, dass ich jetzt schon hinter dem her kann. Oh mein Gott. Wenn er das Land vom Biss befreit, gewinnt der Großinquisitor die Bewunderung der Leute und damit beispiellose politische Macht. Ich muss aber nach da hinten. Die Anwesenheit von Erzbischof Gauthier sagt eine Menge. Der Hof des Papstes ist besorgt. Das sollte er auch. Er hätte eingreifen sollen, als er noch die Gelegenheit dazu hatte. Okay, ich muss von vorne, glaube ich, daran. Oh oh. Die Prima Macula. Am Rande der ersten Schwelle verschlingt sie den Verlust. Nein. Neben dem, der sie zähmt. Meister oder Sklave. Ordnung oder Chaos. Aber wie können wir sicher sein? Okay, muss ich jetzt darum? Ich weiß es nicht. Die Forschungstexte von Beatrice de Roon sind alle verschlüsselt. Ich gebe auf. Ich habe gute Neuigkeiten. Sie haben sie endlich in den Keller verlegt. Dann wird sie endlich... Nein! Die Forschungstexte von Beatrice de Roon sind alle verschlüsselt. Oh. Ich gebe auf. Ich kann hier ich rein. Habe gute Neuigkeiten. Sieht er mich dann sie nicht? Sie haben sie endlich in den Keller verlegt. Dann wird sie endlich reden. Wird auch Zeit. Moment. War da gerade... War da jetzt gerade ein Loch? Okay, hier ist ein Loch, aber dann gehe ich doch zurück. Hä? Oder muss ich da... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht gut.
Okay. Siehst du, Amicia, ich habe Mama gefunden. Ist das der Keller? Also Richtung Keller? Der Weg zum Keller? So? Sieht aus wie so ein Badehaus oder so. Jemand? Geht das hier runter? Wahrscheinlich nicht, ne? Das hätte mich jetzt auch gewundert. Okay. Hä, da war doch gerade noch jemand. Da hinten ist auf jeden Fall eine Wache. Irgendwas. Das ist aber nicht der Typ, der da steht. Ah, das ist gar nicht gut. Da komme ich gar nicht durch. Hier ist einfach alles so groß. Moment, das einer. Jetzt wollte ich den gerade schon Schädel wegpusten. Das kann der Kleine ja gar nicht. Aber ich denke mal, ich muss an den Wachen vorbei. Oh Gott, da sind drei Wachen. Och, wie soll ich denn da dran vorbeikommen? Ich höre noch irgendwo einen. Der, den ich die ganze Zeit höre, oder läuft er über mir irgendwie rum? Das wäre natürlich genauso beschissen. Ich denke mal, ich muss aber jetzt nicht direkt dahin, sondern ich muss nur irgendwie daran vorbei. Hoffe ich, dass ich jetzt nicht direkt an denen vorbeilaufen muss. Oh. Okay. Großinquisitor. Ach, das ist noch einer. Der Erzbischof ist eingetroffen. Sehr gut. Bringt ihn herein. Vitalis. Monsignor Gucci, hattet ihr eine angenehme Reise? Spart euch das Geplänkel. Wir sind eurer Spielereien müde, Vitalis. Spielereien, Erzbischof? Können Spielereien die Zukunft der Welt verändern? Hört ihr euch selbst reden? Ihr habt den Verstand verloren. Und das... Mit Verlaub, es ist wichtig. Wir haben das Blut von Hugo de Rouen. Habt ihr es untersucht? Ja, jedoch... Monseigneur, der Junge sollte die erste Schwelle bereits erreicht haben, doch etwas in seinem Blut scheint den Prozess zu verlangsamen. Die Makula ist noch in ihrem Ursprungszustand. Einerlei. Schenkt man den Büchern Glauben, wird mein Blut mit seinem verbunden sein. Erreicht er die nächste Schwelle, so werde ich sie mit ihm erreichen. Fahrt fort. Genug. Ihr mögt den Märtyrer spielen, aber erlaubt mir, euch die Augen zu öffnen. Ihr seid ein widerwärtiger Ketzer, dem die Macht zu Kopfe steigt. Der Papst sieht in euch eine Gefahr, Vitalis Benevent. Man wird euch exkommunizieren. Man kann einen Menschen exkommunizieren, Erzbischof. Doch keinen Heiligen.
Eure Inquisition ist vorbei. Und ein neues Zeitalter bricht an. Eines, in dem Marionetten wie ihr vor mir niederknien und um Vergebung betteln. Er ist hier. Ausgezeichnet. Seht nach, ob Beatrice de Rune wieder bei Bewusstsein ist. Er macht mir Angst, aber ich muss ihm folgen. Warum wehrt sie sich so? Muss ich das? Wir haben dasselbe Ziel. Wir bekämpfen auch die Pest. Nur unsere Methoden sind verschieden. Ihre Tochter begeht denselben Fehler. Narren. Doch der Bruder, er ist einzigartig. Er begreift vielleicht. Einzigartig? Ich bin einzigartig. Rührt euch! Ad Ignem. Ad Lucem. Also, habt ihr den Großinquisitor gesehen? Ja. Das Blut des Trägers fließt in seinen Adern. Die Beschwörung wird stattfinden. Wunderbar. Das Ende der Pest ist nah. In der Tat. Bleibt aber weiterhin wachsam. Also was ich jetzt so gar nicht verstehe, die haben ja gesagt, dass ich die erste Schwelle noch nicht erreicht habe. Aber vorhin hatte doch der Lukas gesagt, dass ich die erste Schwelle schon durchschritten habe, quasi. Also er, also nicht ich. Näher ran, damit ich den belauschen kann. Okay. Da hinten sitzt einer. Du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Oh mein Gott. Okay. Senor Nicolas, Glückwunsch zur Gefangennahme des Jon. Wir haben ihn wochenlang gesucht. Und dann taucht er einfach hier auf, weil er seine Mutter sehen will. Er hat wohl Sinn für Humor. Den wir ihm austreiben werden. Da fällt mir ein, ich wollte seine Mutter noch persönlich aufsuchen. Was wird er mit dir machen? Okay, das Problem ist, dass der Typ mir jetzt hier voll im Weg sitzt. Leider hat sich nichts bewegt. Nein, nein. Da hat sich nichts bewegt. Geh weg. Geh weg. Oh mein Gott, ich kann mich überhaupt nicht wehren. Das ist so scheiße. Wir kommen aber nicht hier rein, ne? Nein, nichts. Gar nichts. Okay, wo kam der denn jetzt her? Ah! Okay, da vorne steht er. Der geht nach oben. Hier sitzt aber einer. Das Problem ist aber, ich muss an dem... Aber der sitzt mit dem Rücken zu mir, das ist gut. Der geht aber nicht bis nach vorne, ne? Okay. Oh, was ist mit dem? Scheiße. Ja, geht! Schnell! Du bist lustig schnell. Wo soll ich denn hier hin?
Okay. Der guckt jetzt dummerweise in die falsche Richtung. Okay. Ist der hier durchgegangen? Ich hoffe es, weil da hinten steht nämlich so ein Typ. Na toll! Oh, da steht einer. Ich weiß nicht, ob der sich umdreht. Wie ich bereits sagte, wurde diese Wache verschlungen. Doch nicht vollständig. Da hinten ist auch einer. Ihre Knochen wurden von den Ratten zerkleinert und weggeschafft. Zu welchem Zweck? Um sie in die Materie zu integrieren, die wir überall finden. Etwa ihre Nester? Sie bauen ihre Nester aus unseren Toten? Ganz recht. Hm. Und da die Leute sterben wie die Fliegen, werden die Nester am Ende ein riesiges Nest bilden. Wenn wir nichts unternehmen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Dann lasst uns vorlaufen, dass Vitalis Beschwörungszeremonie tatsächlich stattfindet. Wo ist er? Ohne ihn werde ich Mama nicht finden. Das Problem ist, ich kann unten jetzt nicht rumschleichen, weil da wird der Typ mich ja sehen da oben. Und oben kann ich ja auch nirgendwo entlang laufen. Ich kann hier aber auch nichts öffnen oder so, ne? Ja, ich denke mal, dass ich jetzt dabei sterben werde, bei dem Versuch. Aber ich versuche es jetzt einfach mal hier durch. Okay, der Typ hat mich jetzt nicht gesehen. Das finde ich jetzt schon etwas seltsam. Oha. Okay. Und wenn das eine Wache, da steht einer, da ist einer, der nach rechts guckt, also da kann ich auf gar keinen Fall hin. Oh Gott. Oh, hallo, so Ratten. Sag mal, eure Warum höre ich euch nicht wie die anderen? Transportieren und ihr habt nichts von ihnen zu befürchten. Akribische Kreuzung und ein wenig Alchemie haben ihre Instinkte gezügelt. Ganz zu schweigen von der Nahrungsumstellung. Ah, gut. Okay, ich hoffe, der Kerl verrät mich jetzt nicht. Hey, Kleiner, hilf mir. Nein. Hilf mir. Was hat er denn nun schon wieder? Hey, stirb gefälligst leise. Wir arbeiten hier. Mir wäre es lieber, wenn er sich Zeit lässt. Die Ratten mögen Frischfleisch. Verdammt sollt ihr sein. Ihr werdet alle zur Hölle fahren. Ihr und eure verfluchten Ratten. Huch, ich bin verschwunden. Auch nicht schlecht. Rein gar nichts. Ja, dann geh wieder zurück, los. Genießt die Ruhe. Euer Tod ist nicht das Ende. Euer Blut wird eine neue Rasse von Engeln nähren. Sie sollen eure Kinder sein. Euer Stolz. Das ist schrecklich. Ich bin da gar nicht durch, okay? Oh,
Da ist er. Er geht Mama holen. Wenn sie ihren Sohn mit einem Messer an der Kehle sieht, wird sie kooperieren. Ist hier irgendwo ein Loch da? Sehr gut. Herr Nikolas ist vorbeigekommen. Das wird schmerzhaft für die Drohung. Geschieht ihr recht. So eine gebildete Frau. Sie hätte sich uns anschließen sollen. Sie ist viel zu stur. Aber damit wird unser Folterknecht schon fertig. Sie muss in der Nähe sein. Ach, bitte. Lass mich wenigstens da draußen sterben. Das würde dir nicht gefallen, glaub mir. Hier ist deine Leiche wenigstens noch für unsere Alchemisten von Wert. Du kannst dich glücklich schätzen. Ach, Dreckskerl. Hey, Kleiner. Was zum Teufel machst du hier ganz allein? Psst, ich muss meine Mama finden. Alchemistin? Gute Güte, du solltest nicht. Magistra Deru. Ja, redet zum mit letzten Mama. Mal werdet ihr meine Fragen beantworten. Oder seid ihr vielleicht immer noch nicht über das Schicksal eures Gatten hinweg? Nun, unser Folterknecht wird sich um euch kümmern. Ihr werdet eure Stimme im Nu wiederfinden. Oh nein, ihr kommt zurück. Schnell verstecken. Naja, das habe ich mir schon gedacht, weil wo soll er sonst hin, ne? Ich hoffe, er kommt jetzt nicht nochmal zurück. Mutter, bist du hier irgendwo? Mama? Ah. Mama. Igor? Aber sie haben... Amicia sagte, du bist tot, aber du lebst. Amicia. Mein Liebling. Du musst gehen, wenn sie dich finden. Nein, ich bleibe bei dir. Oh, Igor. Haben sie dir Blut abgenommen? Oh mein Gott. Hör zu, Hugo. Wir gehen zusammen. Doch du musst die Schlüssel finden. Sie müssen sie in der Kammer am Ende des Korridors aufbewahren. Kommst du dorthin? Gut, dann los. Geh. Hey, ich bin ein kleiner, verzweifelter Junge, dessen Schicksal irgendwie mit Ratten zu tun hat. Klar kriege ich da so einen Schlüssel. Du musst sehr vorsichtig sein. Komm zurück, sobald du die Schlüssel hast. Wenn ich zurückkomme, muss alles bereit sein, damit wir beginnen können. Verstanden? Ja, Senior Nikolas. Na schön, du hast ihn gehört. Ich bereite alles vor. Die Alchemistin wird reden. Das wird ein Spaß. Mach einfach deine Arbeit. Der Wachhauptmann mag keine Improvisation. Und ich auch nicht. Ja, natürlich. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ich muss sie loswerden. Also gut. Aber wie? Das könnte mir eine Beförderung einbringen. Mehr Autorität, Ergebnisse. Nun mein Folterknecht muss effizient sein. Kein unnötiges Spektakel. So weich. Oh, wieso komme ich da nicht durch? Die Klingen sind geschliffen. Scheiße. Hammer, Zange, Brandeisen, Säge, alles bereit. Hab ich was vergessen? Wenn der Hauptmann dabei ist, gehe ich besser auf Nummer sicher. Wenn Amicia hier wäre. Na,
No. Nun stehe ich hier am Ende des Ganges. Super. Kann ich die Querbalken irgendwie benutzen? Gerade irgendwas mit der Nebel. Für die Käfige. Okay, aber ich kann da nicht runterspringen. Was ist das hier? Ach so, ich kann... Ah, okay. Okay, okay. Wenn er wieder nach hinten geht, dann ist das meine Chance. Komm, verzieh dich, du Schweinehund. Ich bringe mich doch nur selber auch in Gefahr, oder nicht? Schnell, schnell. Der Schlüssel. Läuft da noch einer? Nee, ne? Wo soll ich jetzt einen Schlüssel herkriegen? Hallo, Schlüssel. Ich suche einen Schlüssel. Okay, gehen wir erstmal oben rum. Ich denke, der Schlüssel ist am Ende, aber da ist jetzt nur eine Schmiede. Wenn der Schlüssel jetzt aber doch da hinten ist, habe ich ein Problem. Aber da hinten ist was mit Licht, also... Schätze, ich habe ein Problem. Wahrscheinlich sind die Schlüssel da, wo der Typ jetzt eben war. Das ist nicht besser. Sie mögen keine Laternen. Okay. Es funktioniert! Kusch! Okay. So. Nicht hinsehen, nicht hinsehen! Da ist der Schlüssel. Ich habe ihn gefunden. Sehr schön. Geh weg da, da ist Licht, da darfst du nicht hingehen. Ja, siehst du, Amicia, Mama wird... Oh mein Gott, hört auf zu schreien. Junge, du stehst gerade ganz ungünstig inmitten der ganzen Ratten. Musste das gerade hier passieren? So, wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Moment. Ich kann das nach links machen, das ist nicht das Problem, aber... ich muss ja dahin, ne? In die Richtung. Hier war jetzt kein Loch oder so. Nee, also hier war ein Loch, aber das ist... Moment, wir machen das anders. Mal schauen, aber ich komme jetzt nur bis hier. Ich komme noch nicht an das Loch ran. Wenn ich jetzt aber das nach links mache... Kommen die Ratten doch zu mir, oder nicht?
Ja, meine ich doch. Wenn ich das nach links mache, kommen die zu mir. Oben rüber komme ich. Komme auf die andere Seite, aber da ist kein... Da habe ich keine Möglichkeit runterzukommen, wenn ich das richtig sehe. Ach, ich komme auch gar nicht auf die andere Seite, das ist zu. Okay. Beziehungsweise, naja, wenn ich jetzt hier rumgehe, komme ich schon auf die andere Seite. Aber ich sehe jetzt hier keine Leiter. Ah ne, da komme ich nur nach hier. Okay. Hallo? Gehst du da jetzt mal runter? Problematisch ist halt, dass ich da nicht durchkomme. Das ist jetzt auf den einzigen Weg nach hier gestellt. Oh, unter mir sind auch Ratten. Moment. Hä? Wenn ich jetzt... Nee, das ist nach rechts gestellt. Wenn ich das jetzt aber nach links stelle und das nach rechts, aber dann kommen die Ratten wahrscheinlich wieder... Dann sind sie auf jeden Fall da. Ein Versuch wäre es wert, aber ich glaube nicht, dass das klappt. Und dann ist da, das habe ich mir schon gedacht, dann ist da nämlich jetzt kein... Ah, so ein bisschen frei ist es schon. Wo ist denn das Loch? Das Loch ist da hinten. Ganz allein. Ja, meinst du? Okay. Mama, jetzt schnell wieder zurück. Geschafft. Sehr gut. Komm, schnell. Wofür braucht er den Schlüssel, wenn er jetzt alles nur das Ding fort. Weggeschoben hat? Dir tut niemand mehr weh. Mein Held. Wie fühlst du dich? Dein Kopf? Sie spricht jetzt mit mir, die ganze Zeit. Und was sagt sie? Sie sagt, ich soll mich hier anschließen. Die erste Schwelle. Mama, ich hab Angst. Wir kommen hier nicht raus. Wir haben keine Wahl. Wenn ich bei dir bin, die Stimme, kannst du ihr antworten?